Sebastian Remmele, den Leiter des Wildparks, den Leiter des Wildparks Thomas Leier. Schön und blitzsauber ist unser Wildpark immer. Und ich darf begrüßen noch die Vertreter der Presse, den Herrn Nosi von der Sparkasse, die Metzger, Bäcker und Brauerei. Und ich freue mich natürlich über alle Gäste. Stadtteilen zu organisieren und Feste ähnlich der Kirchweihfeste in den Dörfern zu machen, die haben die Bürger in Schweinfurt schon so vor etwa 100, 150 Jahren gehabt. Sie haben gesehen, dass die Bürger sich im Landkreis treffen und haben gedacht, sie müssten Ähnliches machen. Das heißt, man hat organisiert, ja, im Hof, im Haus, man hat Stammtische eingerichtet, wie zum Beispiel am Klingenbrunn, dem Bärenzwinger, und man hat Hoffeste abgehalten. Die ersten waren der Zürich, die Altstadt und der Klingenbrunn, also alte Stadtteile. Und nachgezogen sind die jüngeren Stadtteile wie Bergel, Deutschhof, Eselshöhe. Und in Oberndorf hat sich der Kultur- und Bürgerverein gegründet. Ja, liebe Deutschhöfer, liebe Schweinfurter Mitbürger, ich freue mich sehr, dass heute Morgen der Himmel aufgebrochen ist und wir jetzt wirklich bei strahlendem Sonnenschein dieses Bürgerfest begehen können. Ihr habt Glück mit dem Wetter und liebe Deutschhöfer und lieber Herr Hergenröder, ihr habt es auch verdient. Ich möchte zunächst mal im Namen aller Stadtratskollegen, die da sind, es sind nicht furchtbar viele, aber ich habe den Kollegen Dittert gesehen, ich habe unsere Marianne Prowald gesehen, ich habe unseren Herrn Lommatsch gesehen, Luba Holebaus. Wir gratulieren mal zunächst zum 45. Geburtstag des Bürgervereins. Und da dürft ihr mal klatschen, Leute, weil das ist eine Leistung. Es ist zwar noch ein junger Bürgerverein. Definition von jung ist, alles was jünger als ich ist, ist jung. Aber es zeigt natürlich auch das Bedürfnis der Bürger, sich zu organisieren, sich zu treffen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man die Studie der Bundesregierung ernst nehmen will, dann droht uns ein neues gesellschaftliches Problem. Das ist nämlich die zunehmende Vereinsamung. Die zunehmende Vereinsamung, die schon bei jungen Leuten angeblich einsetzt, aber natürlich im Alter zu einer echten Herausforderung wird. Weil die Familien sich verkleinern, der Partner vielleicht vorverstirbt und man einfach darauf angewiesen ist, Gemeinschaft herzustellen. Nachbarschaft, Freundschaft, Bekanntschaften. Und die Bürgervereine sind eine gute Gelegenheit, diesen Prozessen entgegenzuwirken. Und deswegen möchte ich die jüngeren Leute auffordern, durchaus auch daran zu denken, dass sie älter werden und dass sie die Gemeinschaft suchen. Denn auch die Kommunen und der Staat werden in Zukunft nicht mehr alle sozialen Wohltaten in der Weise gewährleisten können, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gewohnt sind. Also, hakt euch unter, sucht die Gemeinschaft, unterstützt eure Vereine, sei es der Bürgerverein, sei es der Sportverein im eigenen Viertel, sei es die vielen Kulturvereine. Schweinfurt hat über 300 Vereine. Ihr werdet also für jedes Hobby und für jede Leidenschaft einen Verein gleichgesinnter vorfinden. In diesem Sinne, meinen ganz herzlichen Dank an die über 90 Helfer, glaube ich, sind es. Über 90 Helfer, die hier dieses Fest möglich machen. Feiert schön, es ist eine der schönsten Umgebungen hier, die jährlich sozusagen wächst. Genießt die wunderbare Atmosphäre hier im Wildpark und ich freue mich dann auf viele Begegnungen mit Ihnen und euch. Herzlichen Dank für euer Tun. Herzlichen Glückwunsch zum 45. Geburtstag. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir zum Bierfass. Komm,
Der Dusch kommt gleich. Also, es ist üblich, jawohl, genau, dass die Bürgervereine sich gegenseitig Blumensträuße überreichen. Ich gebe es an die Kollegin Konja ab, die macht es jetzt. Augenblick bitte. Leo, wir sollten nicht schmusen, sondern arbeiten. Schlagzeug! Stoppen ab! Nope!